Das Wort hat nun Kevin Kühnert, ihm folgt Gerlinde Schermer. Liebe Genossinnen und Genossen, als ich im Juli 1989 geboren wurde, war Walter Momper als regierender Bürgermeister gerade 3 Monate im Amt. Heute, 29 Jahre später, ist die SPD ohne Unterbrechung Teil des Berliner Senats gewesen. Und das hat, glaube ich, Gründe. Diese Stadt ist in der Zeit gewachsen, sie ist zu einem weltoffenen, kosmopolitischen Sehnsuchtsort geworden, zu einer Stadt, die Millionen von Touristinnen und Touristen jedes Jahr anzieht. Wir sind eine internationale Metropole, auf die viele mit Begeisterung schauen. Und wer sollte sich das mehr ans Revier heften dürfen, wenn nicht die Partei, die in den letzten 29 Jahren politisch daran mitgewirkt hat? Irgendwas müssen wir ganz gut gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir in dieser Zeit Fehler gemacht. Krassere Fehler übrigens, als wir sie zuletzt gemacht haben mitunter. Aber früher oder später haben wir sie korrigiert, haben uns lernfähig gezeigt, uns auch mal entschuldigt, etwas, was wir von der Bundespartei gelegentlich einfordern. Und wir haben es in einer politisch alles andere als einfach zu handelnden Stadt geschafft, immer wieder Regierungsaufträge, wenn auch mit zum Teil nicht mehr so schönen Ergebnissen, dafür zu bekommen. Und ich bin gerne in diese Partei eingetreten, weil ich an dieser Entwicklung bei allen Problemen mithelfen wollte, weil diese Partei hier eine selbstbewusste ist, nicht so bräsig wie unsere Bundespartei manchmal. Ich bin stolz, wenn ich als Berliner Delegierter zum Parteitag fahre und jedes Mal in der letzten Reihe sitze, weil es Ausdruck davon ist, dass wir unbequem sind und anderen auf die Füße steigen. Aber irgendwas hat sich gedreht in den letzten Jahren. Und ich glaube, es ist das, was häufig in Großorganisationen passiert. Wenn die interne Logik anfängt, die externe Logik zu überwiegen, dann beginnt das tatsächliche Problem. Wenn wir anfangen, den eigenen Genossinnen und Genossen das Übelste zu unterstellen, dann haben wir ein Problem. Wenn mit Lust und Leidenschaft am Ast gesägt wird, in der sehnsüchtigen Erwartung, der andere möge gleich runterfallen und nicht realisiert wird, dass wir alle auf diesem Ast mit drauf sitzen, dann haben wir ein Problem. Wenn jeder glaubt, sein kleines Königreich verteidigen zu können, wo alles besser läuft als im Nachbarbezirk, im Land, im Bund, dann wird das nichts bringen. Wir alle kennen diesen Satz, wenn die SPD mehr so wäre wie du, dann würde ich sie wählen. Und der ist total schmeichelhaft, ja, weil es ein Kompliment für uns ist. Das Problem ist nur, die Leute wählen uns dann eben als Partei am Ende nicht, sondern finden einfach nur weiter uns als Einzelpersonen gut. Deswegen müssen wir da versuchen, wenn wir den Kurs scheiße finden, den besser zu machen und dafür zu sorgen, dass die Partei mehr so wird wie wir selbst. Dafür, und das hat Michael richtig gesagt, ist das hier der richtige Ort. In den aktuellen Umfragen, die Zahlen sind schlecht, haben wir noch 11 Wahlkreise. Das sind natürlich Leute, die sagen können, bei uns läuft alles klasse, ich habe noch eine Mehrheit bei mir vor Ort, aber dann sitzt ihr bald zur 11. im Abgeordnetenhaus und wir gucken alle doof in die Wette. Und deswegen 4 ganz kurze Bitten, ich mach's ganz schnell, 4 Bitten an uns alle. Lieber Michael, dieser Landesvorstand, der nächste, den wir wählen, muss bitte, bitte ein politischerer werden. Nicht nur auf den Parteitagen, sondern auch in der Arbeit dazwischen. Vorstand und Parteitag, du hast das selber heute gesagt, müssen die Debattenorte sein. Es müssen Impulse kommen, es muss Raum zur Debatte gegeben werden. Aber wir müssen den dann auch annehmen. Zweitens, liebe Abgeordnetenhausfraktion, ihr habt ein Problem. Das wissen wir alle, diese Soap Opera können wir jede Woche in der Tageszeitung verfolgen. Dieses Problem belastet euch und es belastet uns. Meine Bitte, klärt das Problem oder entscheidet das Problem, aber macht eines von beiden, weil so geht's nicht weiter. Drittens, dieser Landesverband nimmt für sich in Anspruch, ein linker Landesverband zu sein. Ich möchte dem nicht widersprechen. Ich bin gerne Teil eines dickschädligen linken Landesverbandes. Dafür braucht es, bin Strömungsmensch durch und durch von den Jusos, glaube, dass das wichtig ist, um zum Erfolg der Gesamtorganisation beizutragen. Dafür braucht es dann aber auch einen funktionierenden linken Flügel. Liebe Genossinnen und Genossen, die aufhorchen, sobald eine Einladung zu einem linken Treffen kommt, die dürfen sich jetzt angesprochen fühlen. Sobald dieser Parteitag vorbei ist, machen wir uns bitte gemeinsam darüber Gedanken, wie wir das Ding wieder aufgestellt kriegen, und zwar im Interesse von allen, weil so funktioniert es nicht. Und letzter Punkt. Und letzter Punkt. Wir alle haben eine
verdammte Aufgabe. Und das sage ich als jemand, der jetzt seit einem halben Jahr rund um diesen beschissenen Erneuerungsprozess auf Bundesebene rumspringt und es wirklich langsam nicht mehr sehen und hören kann, was ich dort erlebe. Wir können eine Sache dem Bund und dieser ganzen Partei vormachen. Das ist unsere Verantwortung. Diese rot-rot-grüne Koalition zum Erfolg zu führen. Viel mehr Sorgen als darum, dass wir bei 15% landen, mache ich mir darum, dass diese Koalition scheitert. Fährt das Projekt an die Wand, haben wir in einer Stadt, wo es Zweierregierungen nicht mehr gibt, eine Situation, in der regiert Kenia oder Jamaika. Und dann gute Nacht, Marie, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unsere Verantwortung, dass in 3 Jahren steht, Rot-Rot-Grün hat geklappt und am besten mit uns an der Spitze. Und daran arbeiten wir jetzt aber bitte mal. Vielen Dank, Kevin.